Ja, liebe Freunde, kommen wir zu den Ordnern. Und zwar hier ist es wirklich so, es sind drei Stück, habe ich euch ja schon gesagt. Hier haben wir einen schönen Ordner drauf. Da sind die ganzen Foils und zwar auch manche von früher. Eigentlich ganz witzig. Ja, wie ihr hier seht, es ist eher so Bulk, Foil Bulk. Es ist ja immer der gleiche, der hier gesammelt wurde, wie auch immer. Klar erhofft man sich hier auch mal so das ein oder andere Schätzchen, aber es sind eher... ja, die wertloseren Foils natürlich hier drin, wenn man so schaut. Aber ein paar Foil Rares, schön alte Karte, Old Border Rare. Ja, schön erhalten sicherlich auch, da bin ich mir sicher. Der Frederik hat mir ganz toll erhaltene Karten auch gegeben, vor allem auch ältere. Und ja, was sich hier aber so ein bisschen eingemischt hat, ist irgendwie hier der Aktenvernichter, der da irgendwie gar nicht reinpasst. Der ist nicht Foil, aber immerhin hier Full Art. Das finde ich ja schön, so borderless einfach ein Aktenvernichter Nearmint dabei gewesen. Und der war gar nicht in dieser Kaufliste zum Beispiel dabei, die ich da bekommen habe. Wir haben hier aber auch andere noch recht schöne Foils mit dabei. Sicherlich jetzt nicht die extremen Bomben, was hier den Wert angeht, aber doch ganz nett. Ein paar Foils von früher, so der Mirrodin-Block auch. Ja, ganz nett. Nichts Aufregendes in diesem Ordner, wenn man sich den so anschaut, denkt man, das rechtfertigt jetzt ja hier nicht die irgendwie 2100 Euro. Da kommen wir jetzt aber dazu. Schaut mal hier rein. Das wird jetzt nämlich richtig wahnsinnig, was hier so dabei ist. Dann haben wir hier zum Beispiel wirklich schwarzrandige Kontrollzauber von früher, Foreign, Black Border auf Deutsch. Coastal Piracy, alles schön schwarzrandige alte Counterspells und da sind wahrscheinlich manchmal sogar mehrere hintereinander, gerade beim Counterspell, ja, wahrscheinlich das Playset sogar, jawohl, und sowas natürlich richtig schön, wenn du Playsets hast von diesen Karten und ihr seht schon hier auf der Rückseite, was uns da entgegenlächelt, ist einfach nur total crazy, da haben wir eine Zeitspirale drin, Force of Will und das verrückte Rhystic Study. Es ist nicht nur ein Force of Will. Ohne Hüllen einfach so richtig oldschool-mäßig hintereinander gesteckt. Ja, ist ja nur eine Karte. Ist ja nur Pappe. Es sind 5 Stück drin. Also absoluter Wahnsinn. Und so könnt ihr euch denken, wie diese 2100 Euro hier gerechtfertigt sind, wenn man sich sowas zusammenrechnet, auf was für einen Wert man da kommt. Rhystic Studies, auch mehrere drin. Wahrscheinlich auch ein Playset dabei. Die Zeitspirale, fragt ihr euch vielleicht, wie oft ist die drin? 2-mal Zustände für dieses Alter auch wirklich gut. Und ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich erkläre euch gleich, warum ich es auch gekauft habe. Ist also ein Playset davon. Und so richtig, richtig fette Karten hier drin. Ja, musste ich natürlich gut überlegen für den Preis. Und da habe ich dann, wie gesagt, so das für mich erstmal hochgerechnet, was da denn alles drin ist. Und zwar, bevor ich den Kauf getätigt habe, hat mir der Frederik hier eine Liste geschickt. Und auf dieser Liste hat er die ganzen Karten gelistet mit der Anzahl und überall stand jetzt 0. Ja, die hat er jetzt nicht eingegeben. Und dann habe ich halt für mich wirklich auf Cardmarket mir die Mühe kurz gemacht, mal eine halbe Stunde lang und diese Preise nachgeschaut und hier kurz eingetragen. Diese Mühe war es letztendlich auf jeden Fall wert. Wenn man hier jetzt so weiterschaut, dann habe ich auch manche sogar weggelassen, weil ich sie nicht gefunden habe oder weil ich wusste, dass sie nichts wert sind. Ja, zum Beispiel hier auch das ein oder andere, so 1-Euro-Karten vielleicht, die ich gar nicht hier eingetragen habe, weil ich wusste, dass die nicht viel wert sind. Und wirklich mit den Low-Preisen, mit dem niedrigsten hier angesetzt, alles eingetragen und nachher dann mal rausgerechnet, was gibt das Ganze. Also ausgerechnet natürlich automatisch hier diese Spalte mit der Summe und dann ist rausgekommen 3.751 Euro. Und ich konnte das also runterhandeln auf 2.100. Und dieser Wert, klar, der muss jetzt reingeholt werden. Da habe ich auch erst so Kommentare gehabt, ja, du kaufst es jetzt zwar so, aber bekommst du dein Geld auch wirklich zurück? Und ich kann nur so viel sagen, ich bin jetzt auf Cardmarket als gewerblich aktiv seit einer Woche und habe etwa 100 Briefe, glaube ich, schon verschickt. Es läuft also. Obwohl wir das sogenannte Sommerloch haben, die Leute im Urlaub sind, es gibt immer noch richtig viele, die verkaufen. Und ich habe nicht mal irgendwie die billigsten Preise hier gemacht auf Cardmarket, falls ihr das denkt, warum
warum ich da so viel verkauft. Das geht einfach weg. Das ist richtig gut. Und egal was, ob es jetzt alte Karten sind oder neuere. Klar, die spielbaren hat man so ein Gefühl, die würden immer noch besser natürlich weggehen wie irgendwie andere Dinge. Ja, aber ja, das ist natürlich auch logisch. Wir haben hier das Underworld Dreams aus Legends, falls ihr das entdeckt habt. Auch auf Italienisch eins. Jede Menge, also schöne Karten, wenn wir hier durchgehen. Und das war es mir dann wirklich wert zu sagen, komm, bei so einer Sammlung, liebe Frederik hat mir diese Sammlung auch einfach geschickt, in dem Vertrauen, dass ich das dann nachträglich auch bezahlen werde, was ich natürlich auch gemacht habe. Also wirklich fantastisch, was für eine Sammlung, schaut mal hier rein. Die Miris Spähkenntnisse war vielleicht früher mal ein Fünfer wert, jetzt natürlich weit, weit entfernt davon. Kann man nur hoffen, dass so etwas nicht irgendwie ein Reprint bekommt. Das wäre natürlich bitter dann für den Wert. Kann immer wieder mal passieren. Andersrum kann natürlich auch eine Karte auch mal spiken und wieder im Wert steigen. Das weiß man nie so recht. Ja. Aber trotzdem insgesamt, wenn wir hier so schauen, was da alles dabei ist, ist es der absolute Wahnsinn. Und ja, rechtfertigt diesen Kaufpreis, wie gesagt, mit der Liste habe ich nicht jetzt blind gekauft, sondern wirklich für mich ausgerechnet. Und mit dem ganzen Bulk haben wir hier etwa den Doppelten an Wert drin in der Sammlung, wenn ich denn alles natürlich verkauft bekomme. Und da gilt es einfach, Geduld zu haben. Nicht immer direkt die billigsten Preise und da irgendwie hinterhergeiern, schnell seinen Verlust wieder reinzubekommen, sondern mit Geduld an die Sache ranzugehen und das, ja, Optimum rauszuholen, sage ich jetzt für die Karten. Ja, das gehört irgendwo dazu, wenn du sowas kaufst, dass auf dieses Geld musst du einfach verzichten können. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich muss jetzt schnell dieses Geld wieder zurückbekommen oder irgendwie ein bisschen mehr daraus holen, sondern wirklich Geduld haben und dann das Optimum rausholen. Das macht doch viel mehr Sinn. Geld investieren, dass man nicht zwingend irgendwie braucht, um irgendwas abzubezahlen oder dass du irgendwie für irgendwelche Rechnungen haben musst, sondern wirklich hier beiseite legst für Investitionen. Ja, das sind wirklich Investitionen, der magische Investor. Nicht, dass ihr immer denkt, ich bin hier der Bulk-Experte. Das mache ich nach wie vor immer mal wieder. Gern Bulk kaufen, wenn sich's denn lohnt. Aber sowas macht definitiv mehr Spaß. Kabal-Koffers hier im Playset. Zustand, ja, auf jeden Fall mindestens excellent, würde ich sagen, im Playset. Und solche Dinge, ja, da ist einfach Freude dann da. Ja, richtig, richtig schön. Schauen wir noch in den letzten Ordner kurz rein. Was jetzt also besonders ist, diese ganzen Karten werdet ihr auf meinem Cardmarket-Account sehen. Vielleicht sind sie sogar schon drauf. Ach, den habe ich ja schon hier gehabt. Richtig, ich habe euch ja schon alles gezeigt. Gehen wir halt nochmal kurz durch. Ja. Ja, natürlich, diese ganzen Karten erscheinen auf meinem Cardmarket-Account demnächst oder sind vielleicht sogar schon drauf. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne mal hier und da mal eine Karte kaufen. Ich habe nicht immer die allergünstigsten Preise, aber denke, es sind prima Preise, vor allem wenn man mehrere Karten sucht und was abnehmen möchte, für was ein Deck was sucht. Ja, der Bestand wird jetzt auch immer größer bei mir. Wie ich das Ganze liste und ähnliches, wenn euch das interessiert, lasst doch gerne einen Kommentar da, dann mache ich vielleicht mal ein Video, wie ich beim Verkaufen vorgehe. Ja, fünfmal Yawgmoth's Will, also ich meine, ja, das ist jetzt nicht nur so, dass der Ordner schön aussieht, da steckt auch dahinter noch einiges drin. Jetzt fragt ihr euch beim Demonic, vielleicht sind da auch noch mehrere Versionen, kann man mal reinschauen, ist das immer, ja, das ist immer der weißrandige sechsmal. Also da könnt ihr euch natürlich ausrechnen, wie man auf diesen Wert hier kommt, ist natürlich total verrückt. Aber wenn ihr sowas kauft für dieses Geld, ist wirklich Vorsicht geboten. Klar, hier die Zustände nicht mehr so Nirmint wie bei anderen Dingen, das ist klar. Die wurden ohne Hülle gespielt, die Demonics früher. Eine super spielbare Karte, das wusste man natürlich auch damals schon. Und wenn ihr jetzt also etwas auf Cardmarket da von mir kauft, dann danke ich euch dafür. Ihr unterstützt auch natürlich mich und den Kanal indirekt darin. Wenn ihr Bulk kaufen wollt, auch auf eBay gibt es den magischen Investor. Da habe ich zum Beispiel die schönen Länder drauf. Da haben auch schon Leute zugeschnappt, ja, vom letzten Video.
Und ja, wirklich prima, macht auf jeden Fall Laune. Diese ganzen Karten muss ich jetzt auf Card Market noch listen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, wie immer wieder. Manche sagen, das lohnt sich doch gar nicht und so weiter. Ja, es gibt andere, unsinnigere Hobbys, die sich noch weniger lohnen. Also danach muss man, glaube ich, nicht gehen. Ja, das ist ein Nebengewerbe bei mir. Ich bin 100% arbeitstätig und habe das hier so ein bisschen nebenher als Hobby. Ich mache mir da jetzt auch nicht den riesen Stress, wie gesagt, dass das Geld schnell wieder reinkommen muss. Und ich denke, wenn man so vorgeht, dann macht man da auch nichts falsch. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, diese Sammlung, diesen Ordner immer wieder anzuschauen. Ist fast schon schade, dass ich hier alles rausziehen muss und auf Card Market stellen muss. Wenn euch etwas gefallen hat in dieser Sammlung, ja, dann gerne schnappt doch zu. Und wir sehen uns dann demnächst mit einem neuen Opening-Video auch wieder. Rob, der magische Investor, sagt Peace out.